Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem Gewicht von 95 Kilogramm und einer Größe von 1,90 Meter. Er kommt aus Liverpool in England. Hier ist Welcome Robbie. Beide im Ring im Second Main Event des Abends, Cannonball Grizzly
Jürgen Schmuck. Und Robbie Brookside. Und sofort geht es los hier. Brookside greift Grizzly sofort an. Es gibt ja noch einige offene Rechnungen. In diesem Liverpool Street Fight, das wollen wir natürlich nicht vergessen, kein normaler Kampf. Und jetzt wird der IWW Iron Man nicht in die Ecke geschmissen, er kontert. Und jetzt knallt er damit einem Splash in die leere Ringecke. Robbie Brookside geistesgegenwärtig. Bevor der Kampf, ich meine, er ist schon richtig losgegangen, aber bevor die beiden fertig Choking sind mit dem Kampf, T-Shirt, Entschuldigung, Steve, sollten wir vielleicht ganz kurz noch für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal IWW sehen, was ich mir nicht vorstellen kann, ganz kurz auf diese beiden Weltklasse-Athleten eingehen. Zum einen halt auf Robbie Brookside, das sollten vielleicht sie machen, Mr. Laming, und auf Cannonball Grizzly. Auch Mr. Factbox genannt. Ja, Mr. Factbox sagt jetzt hier, tolles Manöver, schlechte Kameraeinstellung und ich sage einfach, ich weigere mich, irgendwas über Robbie Brookside zu sagen. Es tut mir leid, aber dieser Mann ist nicht das, was man sich als Engländer unter einem netten Engländer vorstellt. Steve, sag, was du willst über diesen Mann. Ich halte mich zurück. Okay, Robbie, the Wildcat Brookside. Into the Ropes, Entschuldigung. Ist einer mit der Top-Leute von der britischen Insel ungeschlagen, wollte ich mal sagen. Nein, kann man nicht sagen. Denn Robbie Brookside, er war zusammen mit Doc Dean Tag Team Champion. Aber ich denke jetzt erstmal genug von den Fakten, denn es geht hier nämlich heiß her und zwar außerhalb des Rings sind beide. Und wenn Cannonball Grizzly außerhalb des Rings ist, das bedeutet nie etwas Gutes für seinen Gegner, das bedeutet nie etwas Gutes für die Fans. Denn auch hier sind die Fans in Gefahr. Richtig, hier schmeißt da geht's auf die Barhocker. Nämlich Cannonball Grizzly, wollte ich gerade sagen, den zurzeit noch amtierenden Commonwealth Champion Robbie Brookside in die Masse, der ehemalige IC Champion Robbie Brookside. Und mit einer hat Grizzly eine Tasche in der Hand. Jetzt kommt ein Rucksack. In der Tat. Job, richtig. Was auch immer, Schlag. Eine Sache muss man noch erwähnen, die auf den Background von beiden eingeht, denn beide waren zusammen schon einmal CWA Tag Team Champions. Man kann es sich kaum vorstellen, das muss irgendwann in einem anderen Leben gewesen sein. Denn so 1996, wenn mich recht entsinne. Ja, ein anderes Leben, sage ich ja. So wie die beiden sich heute bekriegen, 1999 am 17. Januar in Bremen, kann man überhaupt keine Tag-Team-Partnerschaft mehr. Man muss vielleicht ganz da kurz geht's noch wieder sagen, raus, dass beide in 1998 zwei heiße Kämpfe hatten und beide Kämpfe hatten nicht das gute, richtige, klare durch Finish. Die ganze Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber hier wird durch die ganze Menge gebohrt. Richtig, durch die ganze Menge. Und das ist IWW. Das ist IWW, wie man es in Hannover kennt. Und endlich gibt es auch mal IWW Hardcore Wrestling in Bremen. Da haben die Fans seit Jahrzehnten richtig, drauf gewartet. Und beiden, auf dem Billardtisch. Diese beiden wollen sich gegeneinander fertig machen, denn sie haben dadurch eine offene Rechnung mitten auf dem Billardtisch. Und was für harte Aktionen. Noch ein Elbow hinterher. Der ist hin. Der ist hin, der Tisch. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, obwohl bei Cannonball Grizzlies fast 180 Kilo kann man natürlich nie wissen. Jetzt wieder etwas Ruhe eingekehrt, beide wieder auf dem Weg zurück in den Ring. Die Kamera muss man auch mal hier loben, immer mit dabei. Ja, nicht nur die Ringkamera, die wir vorhin schon erwähnt haben, sondern auch die anderen Kameraperspektiven gehen wir später noch drauf ein. Denn dieser Kampf ist wirklich heiß, egal ob im oder außerhalb des Rings. Jetzt sind wir wohl wieder im Ring, gleich. Robbie Brookside wird jetzt wohl Cannonball Grizzly, nein, das denkt man einfach nur so, in den Ring holen. Pustekuchen. Aber diese Schläge gegen Grizzly waren auch nicht von schlechten Eltern. Grizzly kommt wieder zurück, schnappt sich jetzt Brookside. Jetzt geht's into the ropes und Sunset Flip, aber das schafft er nicht. Sit down Splash. Mit 180 Kilo auf die Brust. Das will schon was heißen und das drückt natürlich jegliche Luft aus der Brust rauf. Und jetzt ist Brookside in Schwierigkeiten, in argen Schwierigkeiten. Und das freut mich sehr. Jetzt der Chicken Wing Suplex Ansatz. Und sehr schön durchgezogen von Grizzly. Ja, unglaublich, es gibt in diesem Brawl sogar Wrestling-Moves zu sehen. Wer hätte so etwas gedacht? Also es ist eigentlich kein Wunder, denn wie gesagt, beide Leute sind Weltklasse-Athleten. Sie können Brawl, natürlich, keine sie Frage. Sie können auch wrestlen, gar keine Frage. Aber in so einem Grudge-Match, wer will da schon wrestlen? Da geht's nur darum, den anderen zu zermürben.
und das tun halt beide natürlich. Zu besiegen und damit Dropkick. Zu demütigen. Wahnsinns Dropkick. Noch einen hinterher und Cannonball Grizzly liegt oder lag auf der Matte. Jetzt greift sich Robbie Brookside Cannonball und jetzt ein Kick in den Rücken. Stiff Kick. Cover. So leicht besiegt man einen Cannonball Grizzly doch nicht. Dieser Mann hat schon Ian Rotten besiegt. In einem unglaublichen Blutbad. Wir können uns, glaube ich, noch alle dran erinnern. Ja, das war letztes Jahr bei Matt Mayhem. Aber jetzt sind wir wieder hier bei IWW in Bremen. Und sein Gegner heißt Robbie Brookside, der ihm mehr Probleme macht, als er sich vielleicht hätte träumen lassen. Tja, aber Robbie Brookside konnte sich schlecht auf Cannonball Grizzly vorbereiten. Die beiden kennen sich zwar schon aus der CWA, aber heute wusste Robbie Brookside nicht, auf wen er treffen würde. Es war ein Mystery Opponent und dieser Mystery Opponent ist eben dieser Mann, ein wirklich schwerer Mystery Und die Opponent. Ganze Geschichte mit dem Mystery Opponent hat natürlich auch noch einen Hintergrund, denn ich weiß es von einigen Bekannten, von Stefan Haupt, dem Mitveranstalter, denn ein Robbie Wildcat Brookside hat sich immer über die Regeln der IWW hinweggesetzt und das wollte natürlich ein Stefan Haupt verhindern und hat ihn einem Mystery Opponent entgegengesetzt, dem er nicht ohne weiteres den Stempel aufdrücken kann. Herr Steve Sotaku, dich muss das ja eigentlich freuen, dass Robbie Brookside sich immer gegen die Autorität des Veranstalters logischerweise, denn ich würde es nichts anders machen, aber ich finde es eigentlich traurig, dass diese beiden gegeneinander kämpfen und andererseits finde ich es toll, denn hier haben wir zwei Top-Athleten und es ist egal, ob sie angebliche Heels oder angebliche Faces sind, diese beiden kämpfen und sie kämpfen hart. Ganz genau und Grizzly hat hier eben gezeigt, was er vom Ringrichter bzw. von den Fragen des Ringrichters hält. Und zwar hat er diese mit einem Stinkefinger beantwortet. Auf die Frage, ob er aufgibt. Natürlich gibt er nicht auf. Powert sich hier wieder hoch. Versucht es nun aus dem Chinlock von Brookside zu befreien. Und das scheint ihm auch zu gelingen. Zumindest lädt er ihn sich jetzt auf seine massiven Schultern. Und ab in die Ecke. Und da guckt selbst ein Jason nur noch verwundert zum Fernseher und weiß nicht mehr, was er sagen soll. Natürlich, ich bin froh, dass Robbie Brookside dort landet. Ich bin wirklich froh. Robbie Brookside soll die Strafe bekommen dafür, dass er uns Engländer in den Dreck zieht mit seinen Bemerkungen, mit seinen Schimpfwörtern, was auch immer. Into the turnbuckle, in die Ecke also. Und was für ein Splash von Grizzly hinterher. Tja, und jetzt scheint... So langsam müsste Brookside die Luft ausgehen. Wollte ich gerade sagen. Erinnern wir uns, er musste eben diesen Sit-Down-Splash ertragen, dann die Splashes in der Ecke und wieder sind sie draußen. Oh, mit dem Rücken gegen diesen Tisch und das waren harte und schwere Tische, das kann ich Ihnen sagen. Auch das haben wir ausprobiert, Steve. Jetzt. Und da geht's auf die Barhocker. Ja. Auf den Tresen. Das ist IWW Live. Wenn man als Fan zu IWW geht, dann muss man halt mit sowas rechnen, dass man seinen Platz halt auch mal mit einem Wrestler teilen muss. Das ist ja unter Und die Stimmung hier auf dem Siedepunkt. Richtig, das ist IWW, wie es läuft und lebt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, denn ist, war oder beziehungsweise ist immer wieder live. Und das ist das Besondere bei IWW. Natürlich sind die Kauftape spitze, natürlich ist Steve so Otaku spitze, aber IWW live ist das Beste, was einem Wrestling-Fan passieren kann. Jetzt und wieder gegen einen Pfeiler ging es da. Und wieder werde ich unterbrochen von Doc, der ja wirklich der Künstler am Unterbrechen ist. Ja, vielen Dank. Wenn er Steve unterbricht, ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber wenn er Jason Non-Slaming, dem drittschlechtesten Wrestling-Kommentator der Welt, unterbricht, dann ist das eine Unverschämtheit, denn so kann Jason nicht schlechtester Wrestling-Kommentator überhaupt werden, wenn er nichts sagen das kann. Hat das hat immerhin das Wrestling World Weekly von Frank Wegner festgestellt. Hier ein Gruß an Frank Wegner, der natürlich auch hier und immer wieder bei IWW zugegen ist. Der beste Newsletter Deutschlands, nebenbei gemerkt. Danke. Schöne Grüße auch an Frank von mir, aber es gibt auch andere gute Newsletter. Und wie auch immer, jetzt Zeitung geht es hier jetzt weiter. Cannonball Grizzly, Snapmare, Outside Brian und ein Arrow in die Also ich sag das mit dem Schreien nicht noch einmal, jeder Kampf war das jetzt. Hier, Choking mit dem Stuhl und Robbie Brookside zahlt jetzt Grizzly wahrscheinlich alles heim, was er einstecken musste. Und die beiden benutzen wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Stühle, Tische, alles mögliche wird hier verwendet. Nur einer fehlt irgendwie, der Referee, der immer noch im Ring stand und jetzt
die Wrestler auch noch zurückordert, anstatt sich mit zwischen die Menschen zu bewegen. Jürgen S. aus L. hat eben vergessen, dass es sich hier um einen Liverpool Street Fight handelt. Jürgen S. aus L. hat anscheinend sowieso keine Peilung von diesem Match. Er springt dort herum im Ring und guckt sich das Ganze an. Als Ringrichter würde ich sowas nicht bezeichnen. Aber nun gut, ihr seid beide große Fans, weiß ich von Jürgen Schmuck. Da möchte ich ihn nicht zu sehr beleidigen. Ich zumindest bin kein großer Fan von Jürgen Schmuck. Dritte. Ich bin auch kein großer Fan von einem Wrestler, der hier... Von Grizzly. Oh, super Tackle, muss man sagen. Wie gesagt, Goldberg, ich bin auch kein... Richtig so. Ich bin auch kein großer Fan von dem Wrestler, der nicht angetreten ist bei dieser Show und eigentlich angekündigt war, weil er sich privat verletzt hat, so kann man es sagen. Aber wer weiß, was morgen besser wird. Into the Ropes und umgehauen. Eine Kollision, muss man fast sagen. Ja, es war eine Double Clothesline, so wie es aussah. Ja, aber es sah mehr aus wie an einer Wand abgeprallt für Robbie Brooks. War Grizzly zumindest auch etwas mitgenommen. Kommt jetzt wieder auf die Beine, Brookside, nur um dann wieder geslammt zu werden. Und jetzt aufs... Oh, das bedeutet nichts Gutes. Grizzly auf dem zweiten Seil. Ich sag das gerade, Doc, dankeschön. Eventuell seine Rolle... Oh, und sie geht daneben. Leider daneben. Das hätte durchaus schon das Ende sein können, wenn diese Rolle getroffen hätte. Leg drop von Robbie hinterher. Ein Cover, aber... Natürlich kommt hier Cannonball Grizzly noch raus, denn er lässt sich so leicht nicht besiegen oder will dies nicht lassen. Und ein Russian Leg Sweep. Genau, wieder ein Cover, aber ich glaube, der Referee war etwas langsam. Ja, der ist wirklich langsam. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Jürgen S. ist wieder drin. Oh, guckt euch das an! Ah, die Slam-Versuch. 1-2, aber auch Wildcat Brookside kommt wieder raus. Das war eine dumme Aktion das von Brookside. Das war sehr dumm. Wirklich. Es ist ja fast völlig unmöglich, diesen Brocken 81 Kilogramm zu slammen. Oh, das ist gut, dass Sie das auch erkennen, Doc. Ein Bulldog. Ja, ich habe heute mal einen hellen Tag. Und Grizzly geht aus dem Ring heraus. Aus dem Ring, anstatt weiter zu bearbeiten. Er stellt sich den Tisch zurecht. Dachte ich mir noch gleich, er geht mit Sicherheit nicht aus dem Ring, um sich irgendwo eine Tasse Kaffee zu holen. Oh, das war eine sehr tolle Vorstellung. Wie gesagt, ein Street Fight und Grizzly will es Robbie Brooks halt heimzahlen. Ob dieser das allerdings mit sich machen lässt, muss sich zeigen. Oh, was für ein Barm von Grizzly. Das hätte auch nach hinten losgehen können, da halt diese Abgrenzung dort ist. Wie geht's weiter? Oh. Kicks von Robbie. Und die sahen ziemlich stiff aus. Der Tisch ist in der Nähe. Oh, oh, Grizzly ist angeschlagen und... Da geht's durch den Tisch. Das war ein weiterer Tisch in der IWW-Geschichte. Ja, aber wie viel sind wir jetzt? Bei 20, 30, 40? Doch, ich weiß nicht. Wir haben ja mal angefangen zu zählen, wir beide. Aber ich hab's vergessen, Entschuldigung. Jetzt der Stuhl! Chairshot! Nein. Und ein Tritt. Chairshot! Ich sag es doch. Aber diesmal führt ihn der und Richtige genau aus. Auf den Hinterkopf. Und wer dort hinten in der Ecke rumblödelt, möchte ich bald sagen, Martin Ruder, hat natürlich Angst vor Cannonball Grizzly, ein Freund und Begleiter von Robbie Brookside. Den wir ja eben auch gesehen haben, denn Anfall, die Band, wo er spielt, haben ja Robbie Brookside seine Auftrittsmusik live gespielt und jetzt greift er ein, ich glaub's nicht. Das ist jetzt doch nicht wahr, schon wieder versucht, was ist los? Sich einzumischen. Von welchem Teufel ist der Mann geritten und Grizzly schüttelt ihn einfach ab? Ja, er hat natürlich leichtes Spiel mit ihm. Jetzt stellt er ihn auf und... Chairshot. Genau richtig. So etwas muss man machen mit Leuten, die der Meinung sind, sie wären Wrestler oder sollten Wrestler attackieren. Richtig. Die bekommen ihr Fett weg. Richtig. Nur Jürgen Schmuck schafft es ja, nicht. Ja, aber trotzdem, eigentlich ist es richtig, aber Grizzly sollte doch jetzt aufhören. Er hat doch den Fan oder wie auch immer man ihn bezeichnen will hier seine Leviten gelesen und jetzt attackiert er ihn noch weiter. Ja, das gibt es doch nicht. Ja, warum ja. greift Jürgen Schmuck nicht ein? Ja, bitte, ja. Und das hätte der wahrscheinlich wieder die Rolle werden sollen von Grizzly. Aber Robbie Brookside zieht seinen Freund und Begleiter raus. Wäre Martin Ruder ein Mann, dann hätte er sich da, wäre er ja liegen geblieben und hätte diese Aktion eingesteckt. Aber wo gehen die beiden jetzt hin? Wo gehen die beiden jetzt hin, Steve? Ich weiß nicht, wo sie hingehen und ich weiß nicht, was Jürgen Schmuck macht. Jürgen Schmuck pfeift. Er hat keine Pfeife. Ja, Jürgen Schmuck ist eine Pfeife, ja. Das weiß ich selber. Ich meine, er hat eine Pfeife. Das stimmt, er okay, hat eine Pfeife. Okay, Grizzly hat was zu sagen. Hey! You scouser, I'm talking to you!
come here to fight, and it's a fight I wanted, it's a fight I got, but it ain't over yet. Come on, Brookside, get your goddamn ass out here. The Cannonball Grizzly is simply the best when it comes to wrestling. And Robbie Brookside, you said you'd never walk away from a fight. Well, you're walking today, boy. And if I have my way again, Brookside, and I always get my way, I'm gonna get you in the ring again. And in Hanover, we'll finish what we started tonight. Ja, irgendwie wurde hier, von der Technik hier wurde mir irgendwie der Ton abgeschnitten, aber wir haben Grizzly. Hat sich das Mikro geschnappt und hat erstmal einige Worte an Brookside losgelassen, dass er es irgendwie hier feige findet, dass er sich jetzt einfach hier so. Und, jetzt und da geht's auf den, nimmt er sich den Richter los. Vor Jürgen S. aus L. Ja, fight! Wunderbar! Der richtige es, bekommt. Das muss doch nicht sein. Natürlich muss das sein. Aber hier, Brookside ist wieder da. Und jetzt rettet er den er Richter. Ist wieder hier in seinem Revier. Er rettet den Ringrichter. Er rettet Jürgen S. aus L. Ich glaube, S wie Spinne. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass er ihn retten wollte. Er wollte einfach Christy nochmal eine verpassen. Außerdem eine hat er verpassen. Was zu sagen. Hallo, Brandon. You made the place and the date. The Wildcats will do the rest. Aktuelle Kampfzeit 20 Minuten, 20 Minutes. So, jetzt sagt Olaf Heiden, nach einer Zeit von 20 Minuten wird dieser Kampf als No Contest gewertet. So wie es zumindest aussieht. Ich glaube, ja, verstehe ich so ganz diese Entscheidung. Also der Referee hat irgendwie eine andere Entscheidung treffen wollen. Allerdings, was soll's? Ja. Ja, der Referee sagt, es wäre ein Unentschieden. Natürlich gibt es, wenn ein Kampf ohne etwas ausgeht, kein Unentschieden. Aber jetzt kommen wir zum Main Event und lassen wir Olaf Heiden wieder das Wort.